Ein Einbruch in Mauenheim ruft jetzt Ilka Fischer und Michael Weber auf den Plan. Die Melderin ist sicher, der Mann befindet sich noch in ihrer Wohnung. Sie haben angerufen? Ja. Hallo, Fischer. Ja, weil also ich wollte gerade nach Hause kommen, bin früher nach Hause gekommen, weil ich beim Arzt war. Jetzt habe ich gesehen, dass jemand in mein Haus einbrechen will. Derjenige ist noch da. Der ist noch da. Ich traue mich jetzt gerade nicht hoch. Nee, ist auch gut. Wo ist das? Welche Wohnung? Erster Stock. Möchten Sie? Aber der kann auch nicht über den Balkon oder sowas abhauen? Nein, nein, nein. Der versucht mit der EC-Karte die Tür aufzumachen. Ach so, der ist ich kenne den nicht. Und Sie haben sich auch nicht bemerkbar gemacht? Ich habe aufgemacht und habe das gesehen direkt. Und dann bin ich ganz leise wieder zurück. Und welche Etage? Sie bleiben hier. Welche Etage? Erste. Also Sie bleiben hier. Der runde Schlüssel. Die Frau Neustifter hat hier alles richtig gemacht. Sie hat vermutlich einen Einbrecher gesehen, der in ihre Wohnung eindringen wollte. Den hat sie unbemerkt dann wieder verlassen können. Hat sich vor der Tür aufgebaut, hat dort gewartet und hat dann die Polizei dementsprechend informiert. Perfekt. Ach, soll weiterhelfen? Ja, ich habe meine Freundin, die ist in der Wohnung drin. Ja, haben Sie versucht, mit der EC-Karte da reinzukommen oder was? Ja, ich habe meine Freundin geachtet, die ist hier in der Wohnung drin. Das ist hier auf dem Handy drauf. Ich weiß, dass sie drin ist. Der ist gut jetzt. Aufhören. Ja, woher wissen Sie, dass das in der Wohnung ist? Auf dem Ordnungs-App kann ich erkennen, dass das irgendwo ist. Aber wieso in der Wohnung? Ich habe sie angerufen, das Handy ging ja. Ich hier drin? Das Handy drin. Ach, Sie haben das Handy drin. Okay, das ist der Herr Germann, ne? Ich weiß, dass meine Freundin da drin ist. Kennen Sie denn jemanden, der in der Wohnung wohnt? Entschuldigung, also ich kenne Sie gar nicht. Ich traue mich erst mal mit hoch, weil die Polizei hier ist. Hast du Schlüssel? Tja, Sie wohnen garantiert nicht hier und da ist garantiert auch nicht Ihre Frau. Ich wohne hier. Ich weiß, dass meine Freundin da drin ist. Ja, aber das ist ja vielleicht die einfachste Geschichte, vielleicht mal zu sprechen, zu klingeln und nicht in die Wohnung einzuziehen. So, Sie bleiben jetzt erst mal hier. Sie müssen kräftig ziehen. Ja, ich gucke jetzt erst mal in der Wohnung, ob da... Und Sie bleiben auch hier, ne? Ja, okay. Die Wohnung ist auf den ersten Blick völlig verlassen. Nur ein gedeckter Tisch deutet darauf hin, dass zumindest bis vor kurzem noch jemand hier war. Sie wohnen allein hier? Nee, ne? Nein, ich wohne mit meinem Mann hier. Ja, dann ist auch gedeckt für zwei. Gucken Sie mal. Ich weiß nicht, dass es hier ist. Nein, das ist nicht. Ich hab's Handy klingeln gehört hier in der Wohnung. Rufen Sie doch mal an. Was bist du denn? Du bist denn der, wenn meine Freundin mal. Halt, hey! Hey! Schluss. Ich bin der Freund von der Claudia. Ist gut. Wenn du ein Verhältnis hast, die jetzt gleich poppen willst oder was? Ja. Sie wohnen hier? Meinst du? Gehen Sie mal rein. Ich bin hier los. Gehen Sie mal rein. Ich hau so. Gehen Sie mal rein. Nee, Sie hauen gar keinem und schon gar nicht aufs Maul. Ja, ich hab das Fuß hier. Im Zweifel bleib ich mit Ihnen hier draußen. Du sollst eigentlich im Fitnesscenter gerade sein. Was machst du denn damit? Ich hab für uns was besorgt, damit wir einen schönen Abend haben. Was? Jetzt? Die Hälfte ist weggegessen und da ist auch Lippenstift auf. Wenn Sie sich vernünftig verhalten, was? Dann können wir hier kurz den Flur rein. Genau, dann können wir versuchen, die Sache zu klären. Aber hier nicht. Was ist das denn hier? Das ist für uns. Handgreiflichkeit lassen wir direkt. Gehen Sie mal ins Wohnzimmer, bitte. So. Das hier ist nicht gesund. Das ist überhaupt nicht gut für dich. Darf ich Ihnen mal was sagen? Das sieht doch so aus, als ob hier schon gegessen wurde. Oder bin ich blöd? Ja, ich habe schon mal vorgekostet. Haben Sie rechts vorgekostet und links vorgekostet von Ihrer Frau auch schon mal, oder wie? Ja, das würde ich ja nie machen, wenn ich meine Frau zum Essen einlade. Das sieht jetzt anders aus, als es ist. Was gibt's denn mit Sahne oder was? Oder was ist das? Rauchspray. Rauchspray. Kokos. Ach, also. Du solltest eigentlich, dass ich jetzt hier bin, liegt daran, dass ich mich verletzt habe und zum Arzt musste. Bin ich 5 Stunden früher hier. Ja, und jetzt kommt schon wieder alles kalt gewesen, ne? Und du sollst cholesterinarm essen. Der Arzt hat gesagt, du kriegst einen Herzinfarkt. Schatz, hör doch mal bitte. So, jetzt kommen wir aber mal hier zur spannenden Frage. Wo ist jetzt? Hallo. Wer ist das überhaupt? Herr Germann. So, wir kommen jetzt zur spannenden Frage. Wieso hat der Herr Germann in dieser Wohnung seine Frau geortet? Zumindest das Handy. Kennen Sie Frau Germann? Mal das Handy klingeln bitte von Ihrer Frau. Also, kennen Sie Frau Germann? Ja, das ist unsere Nachbarin. Klar kenne ich die Frau Germann. Gut. Claudia. Rufen wir noch mal an. Ja, klar. Claudia. Ja, klar, aber warum sollte ich wissen? Was hast du mit Claudia zu tun? Schatz, gar nicht. Das ist mit Claudia? Treffen Sie Nein, sich? Nein, Schatz, das ist alles... Ey, Sie können gleich gerne... Wir wollen mal, hier sind hier, wir sind hier, um, sage ich mal, eventuell eine Straftat aufzuklären. Hier gibt es gar keine Straftat, das ist alles nur ein Missverständnis. Dann klären Sie uns doch auf, wenn die Missverständnis. Die wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie an beiden Tischen hier gesessen haben und gegessen haben. Da wollen Sie mir jetzt erzählen, wer war hier? Wer war hier? Hat mir den gegessen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, nehmt noch mal. Genau. Bitte, Schatz. Hast du öfters ein Auge auf meine Frau? Ich guck noch mal. Ich hab mit deiner Frau ganz, ich liebe meine aber Frau. Mir ist aber auch aufgefallen, dass du die öfter mal anguckst. Schatz, komm, setz dich doch mal. Lass dich doch mal. Ich gehe jetzt noch mal gucken, das reicht mir jetzt hier nicht. Frau Germann? Schatz, das ist ganz anders. Frau Germann? Du kannst ganz ruhig sein, ich hab mit deiner Freundin gar nichts. Ja? Also Frau Germann, sind Sie hier? Ja, hast du meine Freundin. Oh, kommen Sie mal her. Wer sind Sie? Sind Sie Frau Germann? Ja, aber es nutzt jetzt auch nichts, sich hier zusammenzukauern. Kommen Sie mal raus.
Die Dame ist die Freundin des Fitnesstrainers, der erst seit kurzem bei ihr wohnt. Sie will die zweideutige Situation nun erklären. Es sieht nicht so aus. Es ist ganz anders. Glaube mir. Gehen wir mal rein. Jetzt muss ich nicht im Flur stehen. Sondern erklär es mir. Ich möchte es gerne wissen. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich liebe dich über alles. Aber ich liebe auch... Bevor es jetzt eskaliert, reden Sie bitte... Ja, nicht vielleicht können wir das Ganze dann auch verstehen. Ich kann das Ganze auch. Ruhig, ruhig, ruhig. Lassen Sie mal reden. Jetzt ist die Frau Ares. Ja, sie hat so eine Küchenschürze an. Was ist los? Genau, weil ich für uns beide gekocht habe. Ja, ich habe für Marco und mich gekocht. Okay. Weil wir, Dirk, ich mag dein Essen wirklich. Ich mag Salat, ich mag Gemüse, ich mag alles, was du bisher... Ja, aber das, was ich auf dem Tisch sehe, ist ungesundes Zeug. Deswegen, jetzt weiß ich auch, wo genau. Ja, und meine Frau... Wir mögen aber auch zwischendurch mal was Deftiges. Warum hast du denn nie was gesagt? Der Herr Neustifter und Sie treffen sich zum Kochen und zum Essen. Verstehe ich das richtig? Ist das schon so? Das ist seitdem du das vom Arzt gehört hast, dass ich einen hohen Cholesterinspiegel habe. Und seitdem kochst du 7 Tage in der Woche nur noch Salat, 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 Salat. Ja, und sie hat das gleiche Problem, seitdem sie ihn kennt, dass er eben nur noch gesund mit ihr die Ernährung umstellen will. Und wir beide haben uns eben darüber unterhalten und haben gesagt, das hält kein Mensch aus, 7 Tage. Wir lieben euch. Und da ist wirklich gar nichts anderes. Und nur, wir müssten wenigstens einen Tag in der Woche machen. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Warum machen Sie nicht ein Restaurant auf? Da können Sie den ganzen Tag kochen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir sind hier, weil wir eigentlich angerufen worden sind wegen einer Straftat, weil Sie in die Wohnung einbrechen wollen. Ich, ja? Und ich kenne den Mann. Jetzt sind wir hier drin. Jetzt kennen Sie ihn inzwischen. Jetzt sind wir hier drin und jetzt stellt sich heraus, die haben nur gemeinsam gegessen. Ja, mir nicht. Ich glaube, von Ihrer Seite ist hier eine Entschuldigung angesagt, weil letztendlich ist es ja doch nicht so gewesen, dass die ein Verhältnis hatten, in dem Sinne, wie Sie gedacht haben. Ja, klar. Ja. Ich möchte aber jetzt die Räumlichkeit hier nicht verlassen, ohne dass wir das so weit klären, dass alle hier glücklich wieder nach Hause gehen können. Ja, also ich glaube nicht, dass Ihre Frau jetzt ein Verhältnis mit ihm hat und umgekehrt genauso. Nein. Vielleicht setzen Sie sich 4 Mal zusammen und essen vernünftig was. Sie essen was Gesundes, er isst was Gesundes und Sie essen, was Sie gerne essen möchten. Es sieht ja gut aus. Ja. Vor allen Dingen ist ja genug da. Können die anderen zwei auch noch essen? Es ist herzinfarktgefährdet. Haben Sie für mich noch was zu essen? Das sieht sehr gut aus. Ich würde ich habe noch Nachschub geholt. Ich würde sagen, damit wir uns alle mal kennenlernen, machen wir das nächste Woche mal an einem Wochenende zusammen. Schöne und fangen Idee. Nochmal von vorne an. So. Und dann können wir das 1 oder 2 Mal im Monat machen und nicht heimlich. Und ansonsten kriegst du nur gesunde Sachen. Vor allem Oliven sind ungesund. Nach einer Aussprache aller Beteiligten ist klar, die Arbeit von Polizeioberkommissarin Ilka Fischer und Polizeihauptkommissar Michael Weber ist erledigt. Gut, dann wünschen wir einen schönen Abend. Sieht übrigens sehr gut aus. Haben Sie sehr gut gekocht. Oder Sie haben gekocht. Ja. Ja. Danke schön. Vielleicht laden Sie uns mal ein zum Essen. Das sieht sehr gut aus. Sehr alles klar. Zum nächsten schönen Abend. Abend. Pizzaabend. Ja. Tschüss. Tschö. Also es sah wirklich nicht so schlecht aus. Das sah gut aus, ja. Ja? Was schreiben wir jetzt? Nix. Alles, was Sie möchten. Wir schreiben nix. Und schade, ich hätte jetzt Hunger. Oh, naja. Ist wie immer, wir kriegen nichts. Fahren wir erstmal zurück und dann gucken. Toll. Super. Kochst du jetzt? Ich koche jetzt auf der Dienststelle. Ich habe nur so eine 5-Minuten-Terrine. Vor Glück, Kim, du kochst so voll Leidenschaft. Komm, wir hauen ab. Wir sind hier über.